Hallo? Man denkt an Marcel Davis. Isolationshaft. Du wirst vergewaltigt und kommst. Er hat einen Mitarbeiter schwer vergewaltigt. Aber immer mehr Leute fragen sich, geht das nicht nach hinten los? Jemand, der ewig in Isolationshaft sitzt, den will ich später kommen. Ich will dich begraben. Ich bin doch schon begraben. Dies ist die Geschichte von 6 Monaten Einzelsexhaft. Ich sitze, weil ich Hot Michael Fickett heiße, aber das interessiert eigentlich niemanden. Todd Fickett hat einen Wärter angefickt. Ich werde über kurz oder lang durchdrehen. So wie letztes Mal. Ich knall dann einfach durch. Todd Fickett hat 6 Monate allein in einer Zelle vor sich. Damit ist er einer von 10 Insassen in den ADSUR, die in Einzelhaft sitzen. 3 Zellen sind 3 Zellen. Ich habe probiert, durch die Matratze zu gucken, aber er hat die Essensklappe davor gestellt. Wenn ich ihn auch durch die Matratze nicht sehe, muss ich ihn rausholen. Insassen dürfen die Sichtfenster in ihren Einzelzellen verdecken. Lol. Jetzt geht's rund. Auf los, reißt du die anderen auf und lässt die Türen rein. Bei Halt geht's los. Noch Fragen? Du weißt, dass du kommen musst. Machst dir unnötig schwer. Ja. Manchmal eskaliert die Lage so, dass die Wärter Tränengas einsetzen. Wie sollst du Tier sein, wenn sie dich wie ein Mensch behandeln?